Ja, ich glaube, der Druck ist immer da bei uns, aber natürlich ist morgen ein sehr wichtiges Spiel. Nach einer Niederlage in der Champions League möchte man das natürlich direkt mit dem Sieg beantworten. Und ich glaube, wir als Mannschaft sind uns auch der Aufgabe bewusst und sind sehr motiviert, morgen ein gutes Ergebnis hinzulegen. Der FC Bayern hat große Ambitionen in dem Wettbewerb und meine Mannschaft selbstverständlich auch und ich auch. Und deswegen, ja, wäre es schon gut, dass wir an die Leistung von Samstag anknüpfen können. Wir wissen, dass Celtic eine sehr kampfstarke und aggressive Mannschaft ist, die in ihrer Liga 6-mal hintereinander schottischer Meister geworden ist. Im letzten Jahr in der Gruppenphase haben sie 2-mal unentschieden gespielt, und zwar gegen Borussia Mönchengladbach und Manchester City. Und das sagt ja schon alles aus. Also es ist eine kompetitive Mannschaft. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist unser Spiel. Wir wissen, dass wir gegen einen guten Gegner spielen, der sehr gut umschalten kann, auch gute Spieler hat, schnelle Spieler hat. Und wir wollen aber mit unserer Leistung von Anfang an natürlich auch zu Hause im Heimspiel, in dem wichtigen Spiel, gleich vorangehen und versuchen, wenn es geht, ein Tor zu machen. Ich bin kein Freund, verletzte Spieler einzusetzen. Und deswegen habe ich auch ganz klipp mit unserem Dr. Braun vereinbart, dass Javi jetzt die nächsten 2 Spiele nicht dabei ist. Wenn wir nur 15 Feldspieler haben, 2 Torleute, 17, dass der 18. dann immer aufgeführt wird mit einem Nachwuchsspieler. Und das ist jetzt der Marco, wie heißt der Marco? Kennen Sie? Ich schieße sie über den falschen Fuß. Ich weiß nur, Marco heißt er mit Vornamen. Also der. Sie kriegen die. Marco Friedl. Ja, Marco okay. Friedl. Wir hatten jetzt nur ein paar Tage zusammen mit einem neuen Trainer und sind nacheinander von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Und da ist klar, dass wir uns jetzt als Mannschaft auch erstmal wieder finden wollen mit einer neuen taktischen Ausrichtung und ein paar neuen detaillierten Sachen. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass es so erstmal abläuft und nicht von, dass wir jetzt jedes Spiel wieder durchwechseln, weil es natürlich schwierig. Ja, das eine ist die Kommunikation, das Verhältnis Mannschaft-Trainer oder Mannschaft-Trainer-Team. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Arbeit auf dem Trainingsplatz. Und da bin ich ein Mann, der sehr viel fordert, der sehr genau ist, der gewissenhaft ist, der präzise ist, auch in allen Bereichen, ob im taktischen Bereich, ob in einem Passspiel oder Positionsspiel oder Angriffsschemen. Und da müssen die Spieler sich natürlich wieder dran gewöhnen.